Kameraden. Weiter geht's mit Call of Duty. Global hat sich jetzt zwei Wochen schlechtes Wetter gegeben. Ja. Also fährt Luftaufklärung. Wir haben keinen Schimmer, was die Deutschen da oben haben. Wir müssen aufeinander aufpassen. Wenn wir auf dem Boden sind, teilen wir uns auf, gehen von Haus zu Haus. Ja. Ich führe Turm 1. Okay. Wir gehen direkt die Straße rauf. Turm 2 kommt von links rein. Wuchteln Sie nicht mit dem Finger so rum. Rechte Flanke. Westlich der Stadt liegt ein Chateau. Das ist der Treffpunkt. Noch Fragen? Nein, ich habe keine Frage. Kriegen wir da unser Essen? Ja! Wenn Sie kochen können, Anderson. Okay, ja, guter Witz. Hier geht der Krieg gleich los und dann machen wir es. Gut, wollen wir alle witzig und lustig sein, ne? Boah, sag ich doch, der Krieg geht sofort los und dann macht noch einen Witz. Was soll das? Wollen Sie so Ihre Soldaten aufheitern? Aber der erste Bier geht auf mich. Die erste Runde geht auf mich, Leute. Boah, es gibt nichts Geileres als die... als das Sturmgewehr 45. So die schießt so einfach so geil. Also wirklich. Einfach mit kurzen Salben draufschießen auf die Gegner und es klappt so gut wie eine Springfield oder wie ein anderes Gewehr. So, Gewehr 43, klar. Wieso nicht? Die Munition geht ja eigentlich. Eine Granate wäre okay. So. Ich hoffe, es hat gereicht. Na. Jetzt denke ich mal, dass es... es läuft eigentlich ganz okay. Ich meine, nicht so schwer. Oh, Artillerie. Oh. Lass mich rein, ihr Idioten. Hey, so entstand mich ich auch. Autsch. Na, stattdessen bekam ich eine... eine Kugel. Na toll. Die Munition wird knapp. So. Keine Gegner mehr? War's das? Okay, die Munition ist jetzt doch sehr, sehr knapp. Munition für das Sturmgewehr 44 gibt es genügend. Ich hole mir jetzt am besten eine K90K. Yes. Lass mich in Deckung gehen. So, kommt mir eigentlich gerade recht. Die Munition ist noch recht, ja, wenig da. Runter. Ja, auch verschüttet, war? Sir? Oh, das stürzt gleich ein. Los, eine Ladung. Müssen wir doch wenigstens haben. In jeder erdenklichen Situation. Na, machen sie schon. Gehen Sie mir aus dem Weg. Ich gehe durch. Sie
kurzen Salven mit dieser Waffe. Es reicht einfach aus und die Gegner sind down. Oh, verdammte Scheiße, habe ich mich jetzt erschrocken. Hab mal, was habe ich gesagt? Ein Schüsslein und der Kerl ist weg. Oh, sorry, Private, noch was. Egal. Ich habe sie mit dem Feind verwechselt. Spielgranate in Sicht. Ja. Nicht mal die K90K arbeitet so gut wie die das Sturmgewehr 45. Das ist echt erstaunlich. Meine Herren, wollt ihr nicht langsam mal vorrücken hier? Ich meine, das sieht mir irgendwie nicht so gefährlich aus, ne, mit dem Panzer. Die Munition für die K90K wird mir natürlich wieder etwas knapp. Ich werde meinen Crazy Lauf mal legen hier. Ich renne einfach mal drüber. Ich wusste doch noch, da sind noch Deutsche, verdammt. Was machen diese Amerikaner eigentlich? Was machen diese Amerikaner eigentlich? Entschuldige mal, Leute. Entschuldigt mich. Aber was machen die? Ja, ein paar Granaten hin sollte schon reichen. Schießt ihn noch ab! Siehst du, so wie ich? Private Anderson. Mensch! Ja, natürlich. Wenn ich durchgehe, ja, in Alleingang, dann erst, wenn alles sicher ist, marschieren die durch. Nachdem ich alles in Alleingang sauber gemacht habe, ey, ich könnte sie also abschießen, die Amerikaner. Ich könnte einfach hier, bam, eine Kugel da, bam, eine Kugel da. Dann war's das, dann war's das. Und jetzt ist natürlich der Sherman kaputt. Und ich bin tot. Stark geschossen, stark geschossen. Jetzt fährt er aber irgendwie noch weiter. Klar, natürlich. Sag mir nicht, ich komme mit der Waffe nicht hin. Ach, da muss ich wohl mein Goldstück rausholen. Oh, hat nichts gebracht. Nee, nee, hier stecke ich auch leider etwas fest. Die Munition wird weiterhin knapp. Leider noch nichts Gutes aufgesammelt. Ja, ich komme wahrscheinlich hier nicht durch. Ach, was tue ich denn da? Oh, verdammte Scheiße. Klar, meine Dummheit. Ich will jetzt hier nicht speichern. Ich habe so viel Leben verloren. Na gut, ich könnte mal speichern. Ich meine, ist jetzt auch eigentlich... Aber wenn ich jetzt nicht vorrücke, dann drücken die Amerikaner nicht vor und irgendwie müssen wir hier weiterkommen. Die Gegner kommen auch immer wieder zurück. Die respawnen auch immer wieder an bestimmten Stellen. Hier zum Beispiel wieder Kerl in G42 und die Kerle hier in der Ecke. Das macht die Sache natürlich auch überhaupt nicht leicht, wenn die Amerikaner mir nicht mal helfen würden. Ja, und so stecke ich eigentlich jetzt hier fest. Es sei denn, ich komme ein bisschen näher ran. Oh, das ist ja auch ein G-Tank 40. Oh, oh, oh. Das ist wirklich übel. Das ist wirklich übel, Leute.
Oh nee, ey, dieser. Aha. Ich dachte, ich hätte das MG jetzt am 40 getroffen. Ich renne jetzt wieder etwas weiter voran. Etwas riskant. Oh, Leben, Leben, Leben. Gut, ich kann hier abspeichern. Das liegt jetzt eigentlich ganz okay. Zieh mich mal ein Haus zurück. Hier ist auch noch ein bisschen Leben. 50%, ja, ist ja nicht so gut. Es läuft ja langsam. So, die Kerle da an der Wand respawnen, hoffe ich mal nicht mehr. Das MG42 setzt da immer noch meine Leute weg. Schnell wegkriegen. Oh, er meint Garant. Oh, oh, oh. Die Waffe hat mir beim letzten Part das Leben gerettet, muss ich ernsthaft sagen. Aber schieß immer noch wie Dreck. Was haben wir hier? Ich würde mal ausnahmsweise mit dieser Waffe schießen, ja? Gucken, ich habe die eigentlich noch nie so richtig probiert. Ich leg mal einfach mal los damit, wie die abgeht. Oh, scheiße. Ja, so übel ist die auch nicht. Die sieht noch scheiße aus, aber naja. Die schießt eigentlich ganz, ganz okay. Die schießt schön schnell, aber die Kugeln haben nicht so viel Kraft. Da muss ich wirklich aufpassen. Oh nein, ach nee, ey. Ich war, wisst ihr was? So viele Amerikaner wie da auf meiner Seite waren, ne? Diese Amerikaner können schießen. Ich muss wieder vorrücken. Und ich wurde weggesniped, hoffe ich mal. Naja, es ist eine Ehre, von einem Deutschen getötet zu werden, anstatt von einem von meinen amerikanischen Freunden hier. Ja, gib mir doch Feuerschutz, wenn ich schon vorrücken soll, Leute. Danke sehr. Ah, ich will ein Gewehr 43 wieder haben. Oder noch wäre es ein Gewehr, eine MG34. Das passt mir ja sogar sehr gut sogar. Sehr, sehr, sehr gut sogar. Ja, hier habe ich noch ein bisschen Leben, was ich eigentlich, ja, ne, gebrauchen kann. Ja, es läuft schon wieder alles super. Ich komme rein und dann wird erst geschossen. Was? Die labern über Bein und... Ach, egal. Ich versuch mal... Oh, fuck. Oh, etwas verspätet. Ging die Explosion hoch. Ouch. War es das jetzt? Nee, war es noch nicht. So, wird Zeit hochzugehen. Das reicht mir ja langsam. Autsch. Ah. Und ich dachte, die Toilette könnte ich ohne Probleme benutzen, denn ich hatte da hinten schon einen Klumpen. Oh je. Jetzt hat mich der Gleiche schon wieder angeschossen. Oh, wie süß, wie schön, wie niedlich. Munition. Scharfschützengewehr. Leben. Genau das wollte ich haben. Oh verdammt. Oh verdammt. Oh,
Der Kerl hat mich so erschrocken und da wollte ich gerade drauf ballern und dann ging's nicht. Gut, Concentration. Das ist der erste Amerikaner, der überlegt hat. So Leute, ich beende jetzt hier diesen Part und sag mal, bis zum nächsten Mal dann. Woo!